ein gewisser Herr, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nennen wir ihn einfach mal Pandi Apelitzki, ja? Ich würde ehrlich gesagt gern wissen, warum hat der so einen schlechten Ruf? Hat er einen schlechten Ruf? Ich habe immer das Gefühl, dass er einen sehr guten Ruf hat. Diese Self-Made-Männer einfach. Ja, was ich halt beachtlich finde, ist, was der alles aus seinem defekten Yamaha-Kinder-Keyboard rausholt. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Dieses Build-Up war herrlich, die Längen waren genau richtig. Der hatte echt einen guten Lauf. Ne? Der tut euch gut. Die Zeit gibt ihm recht. Ich muss jetzt gleich mal sagen, für mich so dermaßen unterschätzter Mensch. Das hat mich in so eine Art euphorische Stimmung gebracht, die ich zu Teilen jetzt immer noch intus habe. Das ist gut, denn... Herzlich willkommen zum Gelenport. Ich fange an, 5 von 5, Meisterwerk, Punkt. Top. Yes. And now, a word from our sponsors. Wir werden heute präsentiert von Eiswaffeln gefüllt mit Zigaretten. Ja. Passt schon? Ja. Okay. Dann 3, 2, 1. Hallo alle miteinander. So. Der Horst ist Hallo. Wieder im Haus. Redest du mir gerade dazwischen? Es tut mir leid, ich dachte, wir wollten noch mal klatschen. Nee, niemand klatscht hier. ja, Andi ist auch hier, hi. Hallo. Wie das letzte Mal angekündigt, heute mit einer etwas, ja, nennen wir es mal, tiefgehenderen Folge, wobei tief eher so sich auf die Bottom 100 bei IMDb bezieht. Ich muss als kurzen Einspieler noch sagen, ich hätte heute fast die Folge von Vera Entwehen moderieren lassen. Denn die kümmert sich normalerweise um diese Formate. Ja. Haha. Guter Witz zum Einstieg. Da kommt jetzt ein Trommelwirbel. Ja, wie geht's euch? Also mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf diese Ausgabe. Es gibt ja auch noch ein Special. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon verraten oder warten wir dann ja, noch? Ja, kannst du, dann überlasse ich das dir natürlich. Ja, wir nehmen heute nicht nur diese 7. Folge des Telehorst auf, sondern wir stellen heute einen Film vor, der in Trash-Filmkreisen sehr bekannt ist, nämlich Birdemic. Und wir werden heute auch noch einen Audiokommentar zu Birdemic aufnehmen. Und das könnte voll in die Hose gehen, das könnte ganz großartig werden oder es könnte alles beides sein. Ich gehe von einer großartigen Performance aus. Ja, das sowieso. Ich bin heute gut gelaunt. Ja, ich merke es irgendwie. Was ist los? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, wir hatten ja gestern Feiertag und dann ist der Akku heute ein bisschen voller als sonst. Könnte sein. Und bei dir, Andi? Du bist so still. Ja, bei mir auch. Ich habe gestern gefeiert. Das Gähnen an. Nee, ich habe gestern gefeiert, den Feiertag, und habe aber lang geschlafen dafür und hatte jetzt noch sehr viel Freude, eine andere Folge ein bisschen vorzubereiten, aber das ist eine richtige Überraschung dann. Aber deswegen bin ich auch sehr, sehr gut gelaunt. Wir hätten die Folge eigentlich nennen müssen, also zu diesen Zeiten, Filme, von denen man besser Abstand hält, und zwar mehr als 1,5 Meter. Ah, ich habe mich sehr gefreut. Schon wieder so ein Witz. Mensch, hey Gott, was habe ich heute für einen Gagschreiber neben mir? Ja, gar keinen, das merkt drauf. Man. Kein Professioneller. Andi, du hattest irgendwie noch irgendwas zwecks Chronologie im Vorfeld gesagt. Ich dachte mir, das wäre doch ganz lustig, wenn wir diesmal budgetmäßig absteigend die Filme besprechen würden. Ich weiß sie aber leider nicht. Das wird aber schwer. Also ich weiß, dass meiner garantiert der teuerste war. Genau. Aber was ist mit euren beiden? Also da möchte ich nicht abwägen, wer jetzt billiger war, ganz ehrlich. Ja, glaubst du, gibt's da denn irgendwelche offiziellen Zahlen? Also ich glaube, deiner hat 10.000 gekostet und meiner ein bisschen mehr. Was, 10.000? Ja. Oder waren es 100.000? 10.000, nee, 10.000. Was?
Nee, ich habe jetzt schon eigentlich gemeint, halt das Budget senken und den Trash-Faktor steigern von Film zu Film. Also könnt ihr euch ja. Aber auch das ist bei euren beiden echt schwierig. Das ist extrem schwierig. Ich weiß ja nicht, wie gut du Hobgoblins ansiehst. Ja, nee, ich meinte schon Jaws, Hobgoblins und dann Birdemic. Das Highlight zum Beginn. So, wir fangen einfach rückwärts alphabetisch an. Also der weiße Hai 4, Hobgoblins, Birdemic. Oder so. Das ist ja glaube ich, auch in dieser IMDb-Tabelle auch so dann in diesem. Ja, stimmt. Genau. Wir arbeiten uns die Tabelle runter. Also es gibt auf jeden Fall irgendein System dahinter, das muss ja niemand kapieren. ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal einen neuen befreundeten Cast grüßen wollen, und zwar ein kleiner Ableger von uns, den Telehodor. Und das war es dann schon. Ja, der Telehodor hat übrigens gesagt, wir sollten Frieden mit dem Westworld Recap Cast schließen. Ja. Das ist nämlich kindisch. Sehen wir genauso, aber der Westworld Cast hat angefangen. So. Eben, genau. Also es liegt an Ihnen. Ja. Also wir wären zu Friedensgesprächen bereit. Das sei gesagt. Ja, genau. Das sei gesagt. Und ja, ja. Heute legen wir uns ja eigentlich auch standesgemäß mit unserem neuen Trashcast-Format an. Stimmt, vielleicht sollten wir gegen die auch ein bisschen sticheln. Ich weiß, das wäre doch ganz nett, wenn der Telehorst unter diesen ganzen Telestammtisch-Formaten so dieser kleine Bulli irgendwie wäre. Du meinst, der das in die Klassik kommt, Leuten die Unterhose hochzieht in die Ritze. Wir zeigen denen heute mal, was echte Trash-Filme sind. Bam! Also das muss ich schon mal sagen, von unseren drei Filmen sind zwei dabei, wo ich halt wirklich sage, das ist wirklich Trash, so wie ich mir Trash vorstelle. Nämlich Leute, die gedacht haben, boah, wir machen jetzt voll die krasse filmische, super coole Sache hier, und dann aber es einfach nicht geschafft haben und trotzdem immer noch glauben, ihr Werk sei mega geiles Zeug. Also jetzt kein Trash-Imitat wie von The Asylum, also hier Sharknado oder Giant Python versus Mega Octopus oder wie die ganzen Sachen oder heißen. Oder Birdemic 2. Den habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ja, da komme ich dann später drauf. Ist eine eigene Geschichte, glaube ich. Ich habe schon wieder gesagt, ich muss gestehen. Ah, das ist ein Kotzen. Ist egal. Furchtbar. Wollen wir denn mal anfangen dann? Ja, ich glaube, Kommentare hatten wir keine, beziehungsweise wir hatten schon Kommentare, aber ich glaube, die waren nur von irgendwelchen Bots. Ja, das Übliche, die Leute wollten wieder irgendwelche Kinder von Andi haben und so, und das, ja. Sag mal, wie viele Kinder hast du jetzt noch übrig, Andi? Die sind alle aus dem Haus. Habe ich alle abgegeben. Okay, gut. Ja, also dann bitte keine Kinder mehr von Andi fordern, der hat keine mehr. Okay, ja, wir können gerne anfangen, aber wir haben ja unsere Filme noch gar nicht genannt, zumindest das ganz kurz. Also ich stelle Birdemic vor. Ich habe mir Hobgoblins ausgesucht. Das Lustige war, dass ich die Liste durchgegangen bin, ja sehr viel entdeckt habe, was ich eigentlich auch mal wieder sehen wollte, also Street Fighter zum Beispiel und so. Aber dann bin ich über den Titel gestolpert, und das Lustige war, dass ich ihn eigentlich nur genommen habe, weil ich dachte, der heißt Hobo Goblins. Also die haben mich da verlesen. Aber du hast das auch falsch in unsere Facebook-Gruppe geschrieben. Genau, da war ich noch der Meinung, der heißt. Da war ich der Meinung, der heißt wirklich Hobo Goblins, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, der heißt eigentlich Hobgoblins. Aber ich war trotzdem sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ja, war ganz ordentlich. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Film, der 600 Millionen Dollar gekostet hat. Bitte. Ich habe das Budget jetzt nicht so genauso vor Augen, aber ja, ich habe mich entschieden für Der Weiße Hai 4, die Abrechnung. Der einzige Film, der hierzulande ins Kino kam, aus dem Jahre 1987, und am 7. Januar 88 kam er nach Deutschland. Und ja, ist halt, wie der Titel schon verrät, der vierte Teil der Weißen Hai-Filmreihe. Und wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, es ist ein Meisterwerk. Und wer den zweiten Teil gesehen hat, weiß, der ist schon nicht mehr ganz so knalle. Und wer den dritten Teil gesehen hat, der weiß, der ist ganz schön mies. Und wer den vierten Teil gesehen hat, weiß, oh boy, sie haben den Hai getötet. Also, war das der letzte eigentlich? Gab es noch einen fünften? Ich das weiß war der letzte. Dann. Willst du den vierten Teil noch einen fünften sehen? Sehr ehrlich. Ich dachte aber auch nur, dass es noch einen fünften gibt. Nee. Siehst du? Nee. Telehorst Bildungsfernsehen. Ohne Bild. Nee, also sorry. Es kann aber sein, dass der nicht mehr in der IMDb Bottom 100 ist, tatsächlich. Ich glaube, er ist mittlerweile wieder raus, wenn ich mich recht erinnere. Wer? Der Weiße Hai 4? Ja, also als ich... Wieso das? Nee, warte, also der dritte Teil ist noch drin.
Und den vierten finde ich gerade nicht. Also entweder, aber er war drin, als ich ihn ausgesucht habe. Ja, du kannst mal suchen, ich möchte aber ein paar Töne. Ein Hai. Hilfe, Hilfe. Meine Beine. Ah doch, ich habe ihn gefunden. Okay, Platz 27. Oh, gut. Gott sei Dank. Ja. Tut mir leid, Platz 27 ist er. Ja, soll ich kurz erzählen, worum es in diesem Meisterwerk geht? Also, wir müssen mal schauen, vielleicht schafft es jeder von uns, es heute in einem Satz zusammenzufassen, um was es in dem Film geht. Ja, okay. Da ist Ellen Brody, die Witwe von Chief Brody, dem Helden aus den ersten beiden Teilen, damals gespielt von Roy Scheider. Deren Sohn wird von einem Hai getötet. Daraufhin fährt Ellen Brody auf die Bahamas zu ihrem anderen Sohn, bundelt mit Michael Caine an, der in dem Film mitgespielt hat, um sein Haus zu renovieren zu können, und stellt dann fest, Mensch, der eine Hai, der meinen Sohn umgebracht hat, hat mich ja verfolgt bis zu den Bahamas. Also nimmt sie sich ein Boot, ihren Sohn und ihren Love Interest Michael Caine und segelt da auf so einem Ozean raus und stellt sich dem Hai zum Kampf. Das ist die ganze Geschichte des Films. Ja. Und eines möchte ich noch vorwegnehmen, das hat etwas, meine Lieblingsszene aus dem Film, die sogar, ich glaube Andi war es bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet hat, nämlich, ich hatte schon immer diesen einen Traum, ich wollte schon immer mal intim werden mit einer Schweißbrennerin. So oder so ähnlich, ja. Ich wollte schon immer mal mit einer wütenden Schweißerin schlafen, glaube ich, sagt er. Ja. Oh. Ja, gut, ja. Wisst ihr, du hast aber auch vergessen, dass der zweite Sohn, also der ältere Sohn, dass der Meeresbiologe ist und eigentlich sich um Muscheln kümmert. Seine Mutter ist natürlich total paranoid und traumatisiert, deswegen will sie die ganze Zeit, dass er halt nicht mehr ins Wasser geht und nicht mehr in die Nähe des Wassers geht, woraufhin sie dann erstmal eine gemeinsame Bootstour unternehmen. Aber also der Sohn muss weit wegbleiben. Der hängt dann so hinten an so einem Seil, an einem Fallschirm. Also ja, auf jeden Fall entdeckt dann der Sohn 2, entdeckt dann mit seinem Kollegen eben diesen Hai und dann wollen sie, dass ihr Forschungsprojekt irgendwie finanziert wird, wollen sie den Hai erstmal erforschen und das verschweigen sie natürlich der Mutter, dass die keine Panik kriegt. Das war ein wichtiges Story-Detail. Das ist ja dann fast wie bei so einem Coming-of-Age-Film. Im Prinzip macht der Weiße Hai 4 ja eigentlich das, und zwar macht er aus dem Hai so eine Art Stalker. Ja. Also in den ersten 3 Teilen sind Haie halt noch Tiere, halt gefräßige Tiere, aber halt Tiere, und Teil 4 will einem wirklich weismachen, dass dieser Hai wirklich diese Ellen Brody verfolgt. Irgendwie von diesem winterlichen Amity Bay hin zu den Bahamas, wobei ich glaube, weiße Haie gar nicht für die Bahamas geschaffen sind, für dieses warme Wasser, aber ist ja egal. Nee, das wird ja sogar in dem Film zu Beginn gesagt. Ja, das ist endgeil. Also das Beste ist ja noch an dem Film auch mitunter die Tagline. Also auf dem Filmposter steht ja unten rechts ganz klein drauf, this time it's personal. Oh, ja. Oh Mann, ja. Nee, es wäre so cool, wenn das um die ganze Welt gegangen wäre mit so einer Benny Hill Musik. Ja. Oh Mann, wobei, vorstellen. Der Film ist halt furchtbar langweilig, das darf man nicht vergessen. So bescheuert seine Prämisse ist und so bescheuerte einzelne Momente sind, aber ich fand, es war echt eine Qual, sich den anzugucken. Also er ist rein storytechnisch, ist es halt fast sogar schlimmer als Birdemic. was mich halt echt überrascht hat zu Beginn, der sieht halt saugut aus. Also ja, der Hai da kommt. Ja, ja. Das aber irgendwie aus, muss man so, dem Film. Ja, wie wenn du irgendwie in die Schuppen von den Augen fällt, aber das lag halt daran, dass wir davor Birdemic und Hobgoblins geschaut haben. Und der Film war der erste Film, der halt nicht verschwommen und kriselig war. Nö, aber der hat ja auch, also vernünftige, in den Frame gesetzte Bilder. Also sagen wir mal so, ich glaube, der Kameramann war zumindest kein Käse. Das fand ich aber auch schön. Also meine erste Lieblingsszene war ja da, diese ikonische Musik kommt und man sieht halt auch, wie im ersten, zweiten, wahrscheinlich auch im dritten Teil, diese First-Person-High-Perspektive. Aber die ist dann teilweise auch so immer so überm Wasser, wo ich mir dann immer vorstellen muss, wie dieser Hai gerade mit Kopf über Wasser so durch die Bucht schwimmt.
Das war mit so einem Periskop. Ja. Der alte Stalker. Ja, oh Mann. Es fehlte alles. Wirklich nur, dass diese Alan Brody irgendwie im Café sitzt und passische Weiter mit einer falschen Perücke und Sonnenbrille, der heiß ist. Das wäre so super. Das wäre so toll. Ich schaue hier gerade nochmal durch, was hier noch so passiert ist, ohne Ton natürlich. Was ich auch ganz ein starkes Stück fand, war irgendwie dieser Dialog zwischen ihr und dem anderen Sohn am Anfang gleich, wo sie dann irgendwie ja auch schon sagt, dass sie so Panik hat vor diesem Hai oder von diesen Haien und dann, oder war das später erst, ich weiß gar nicht mehr, aber dieser Satz fand ich so geil, weil ja überall auch das Foto von diesem Chief Brody rumhängt und dann so, dein Vater ist ihnen schon zum Opfer gefallen oder so, und dein Bruder auch und so. Und dann so, der Vater ist doch am Herzinfarkt gestorben. Und dann so, ja, aber aus Angst vor den Haien. Da gefiel mir sogar der erste Satz noch besser, als der Sohn bei irgendeinem Essen nochmal im Salat genascht hat und sie dann meinte, Mensch, dein Vater war der größte Tomatendieb von allen. Jetzt habe ich das Bild vor Augen, wie Chief Brody wegen dem Herzinfarkt im Krankenhaus liegt und der Hai als Krankenschwester verkleidet den Bilder so. Hallo, Schwester Bertha. Oh Gott. Aber es gab halt echt auch so großartige Szenen, wo dann halt irgendwie der erwachsene Sohn halt dann, also der noch lebt, mit seiner Frau am Strand entlang spaziert irgendwie. Entschuldigung, aber das ist die coolste Beschreibung einer. Der erwachsene Sohn, also der noch lebt. Also wo die dann am Strand spazieren gehen und dann kommt da so ein emotionaler Moment und dann geht ihn irgendwie so der Dialog aus und er rennt einfach weg. Das war sogar so. Da dachte ich mir so, es sieht so aus, als wollte dieser Schauspieler irgendwie vom Set flüchten oder so. Und man hört halt einfach nur den Regisseur, fangt ihn wieder ein. Genau. Er hat noch 7 Drehtage. Und in der nächsten Szene kommt dann diese Beerdigung von dem anderen Bruder und da steht er dann total genervt so da. Also, ja, also jetzt haben sie ihn wieder eingesammelt. Er konnte nicht fliehen vom Set. Jetzt muss er wieder traurig am Grab stehen und so. Also ja, das sieht übrigens aus wie der Sohn von Howard Carpendale. Ich fand der sah aber eigentlich... Wayne Carpendale googelst. Ich fand den aber gar nicht, also es ist schlecht, bis auf diesen geilen Satz mit... Ich wollte schon immer mit einer zornigen Schweißerin schlafen, hatte jetzt keine großen Momente gehabt eigentlich. Aber so optisch und irgendwie so von der Ausstrahlung fand ich den eigentlich ganz sympathisch. Der hat mich auch ein bisschen dran erinnert an den aus dem ersten Jaws, den bärtigen. Welcher war das nochmal? Das war doch der Grieche. Richard Dreyfuss, genau. Gott, wie heißt der? Richard der Dreyfuss. Schauspieler. Ja. Nee. Ach, Robert Shaw als Quint. Ja, genau. Nee, ich meinte schon den Dreyfuss. Also nicht diesen komischen Jäger, sondern schon diesen. Ja, das ist Hopper. Ja. Okay. Egal, hat mir irgendwie optisch und auch so ein bisschen, war mir schon recht sympathisch. Und der hat jetzt auch nicht die dümmsten Sachen gemacht. Außer, dass er halt immer ins Wasser springt, wenn der Hai die ganze Zeit rumschwimmt. Das sollte man vielleicht nicht so oft machen. Ich muss echt sagen, dass bei dem Film hat man halt komplett gemerkt, wie wichtig ein Drehbuch einfach ist. Ich meine, da ist Michael Caine mit dabei. Wie will man das verkaufen? Das habe ich in einem anderen Podcast oder in einem anderen Format gelesen oder gehört, dass Michael Caine wegen dem Film einen Oscar, ich weiß nicht, für welchen Film er den in dem Jahr gekriegt hat, aber konnte den Oscar nicht persönlich entgegennehmen, weil er da gerade am Set von Der Weiße Hai 4 war. Ich glaube, das war Hannah und ihre Schwestern, glaube ich, war das. Und Michael Caine wurde mal gefragt, ob ihm die Beteiligung an Jaws 4 peinlich ist. Und dann entgegnete Michael Caine nur, warum sollte mir etwas peinlich sein, was die Renovierung meines Hauses finanziert hat? Oh Mann. Ja, der macht seine Aber Sache da, schon. Das war mein größter Kinnladen-Moment, als der Typ der Pilot im Flugzeug war. Und gedacht, erst Frauenkleider, dann sowas. Michael Caine wird hier echt zum Dauergast. Das wär's doch. So, Anna Dressed to Kill kommt dann am Ende von Jaws 4 raus im alternativen Cut, dass er der Hai war. Haie in Strumpfhosen. Ja, was man ja auch nicht vergessen darf, also ich hatte jetzt einiges wahrscheinlich schon mal, ich habe nämlich zu diesem Film schon mal so eine Gaudi-Review halt vor ein paar Wochen mal gehört und da wurde ja auch auf vieles eingegangen. Diese komische
mentale Connection zwischen ihr und dem Hai oder was es sein soll. Weil immer, wenn der Hai in der Nähe ist, ja, dann merkt sie das ja irgendwie und schaut dann ganz ängstlich aufs Meer hinaus, wenn der Hai irgendwie in der Nähe ist. Also das fand ich schon auch sehr strange. Sie wusste das ja immer, dass er kommt und dass er da ist. Und sie hat das ja immer gespürt. Hm. Ich stelle mir wirklich die ganze Zeit vor, wie diese Ellen Brody ihre, was ich, einkaufen geht und der Hai wirklich immer hinterher stalkert, bis auf die Sonnenbrille und dann so fällt ihr eine Tüte runter und der Hai so, warten Sie, ich helfe Ihnen. Oder ist aber denn von Ihnen, ja, schon gern geschenkt, gehen Sie doch schwimmen. Immer drei Einkaufswagen in der Schlange hinter ihr. Oder es gibt auch diese bekannte Szene aus dem ersten Freddy Krüger-Film, wo dieses Mädchen in der Badewanne sitzt und dann diese Klauenhand so langsam hochkommt. Ja. Das könnte man gut mit Ellen Brody machen und der Heimflosse. Genau, sie spült, weißt du, sie spült gerade ihr Frühstücksbesteck ab und dann kommt aus dem Spülbecken diese Heimflosse. Aus der Spülmaschine. Ja. Der Hai. Und dann sie ist bloß die Flosse. Oh, dieser Hai sieht halt auch so mega schlecht aus. Also ich meine, das war wahrscheinlich kein anderer als im ersten Teil oder so, aber die haben es halt so eingesetzt. Genau der gleiche. Ja, die haben es halt, Jahre älter. Die haben es halt irgendwie geschafft, dass man ihn so selten sieht und so wenig und so. Also am Schluss sieht man halt mal bei Tageslicht, aber halt auch relativ kurz. Aber hier hast du ja den irgendwann so völlig unvermittelt in der Mitte vom Film einfach mal so einen Cut und dann siehst du so in Großbild voll Aufnahme von dem Hai, wie er einfach so schräg durchs Meer schwimmt, so auf dem Weg zu den Bahamas gerade irgendwie. Ja, wenigstens haben sie ihm den Unterleib gebaut bis dahin. Und dann gibt es einen Cut zum Hai, der nach Hause kommt, zu seiner Frau, ja, und die macht ihm Vorwürfe, hast du wieder die alte Dame ausspülen? Nein, Schatz, doch hast du. Oder du siehst dann so Noir, der Hai setzt sich dann mit seinem Hut an den Schreibtisch, alles ist verraucht und schwarz-weiß. Und er so, heute musste ich Frau Brody wieder mal beschatten. Oh Mann. Eine Detektei. Oh Gott. Ja, oh Gott. Die eine Szene fand ich aber schon spannend, wo dann der Brody Junior, komm. Wo der Brody Junior einmal verfolgt wird, wo dann dieser Hai sich in dieses Wrack mit reinzwängt durch diesen engen Gang. Das war schon ein bisschen spannend, aber auch ein bisschen sehr albern. Wie da dieser enge Gang ist und der Hai sich da dann so reindrückt irgendwie und ihn da verfolgt. Das war schon ein bisschen spannend, aber auch ein bisschen albern. Was ich ja jedes Mal zum Schreien komisch finde, denk mal, der erste Teil, ja, wie wird der Hai erledigt? Genau, er hat so eine Gasbuddel zwischen den Zähnen und Chief Brody schießt drauf auf dieses Gasbuddel und bang, Explosion. Und was lernen wir jetzt im vierten Teil? Weiße Haie reagieren scheinbar allergisch auf Holz, denn er wird aufgespießt von diesem Schiffsrumpf und bam, explodiert in 1000 Teile. Fand ich auch sehr schön. Ey, aber habt ihr, das fand ich nämlich auch ganz spannend, auf Netflix gibt's den Film ja gerade, für euch zur Info, liebe Zuhörer, aber es gibt da wohl zwei alternative Enden und in dem, den ich jetzt auf Netflix gesehen habe, spießen sie ihn auf und dann geht er ganz normal unter, aber in der Originalversion ist er eben explodiert und da haben sie ja sogar das Original-Footage aus dem ersten Teil recycelt irgendwie. Aber die Version, die ich jetzt gesehen habe, war dieses alternative Ende, was es erst nicht gab. Und was auch ganz interessant ist, es gibt ja noch diesen Freund von Michael, diesen Jake, ja, gespielt von Myra Van Peebles, den kennt man vielleicht. Und er wird ja vom Hai gefressen. Und in der originalen Kinofassung explodiert der Hai halt und dann taucht er halt wieder auf. Sagt er, ja, hat mich zwar gefressen, aber ich habe trotzdem geschafft. Ja, okay. Ja, das fand ich eh auch hier schon ein bisschen seltsam. Aber mit das Beste ist auch natürlich, wo wir gerade bei der Todesszene sind, wo sie ihn dann zuerst mit irgendeiner Art Elektroschocker die ganze Zeit elektrisieren und dann fliegt er irgendwie so komisch überm Wasser und brüllt. Ja, er brüllt. Das ist so komisch, so Godzilla-mäßig brüllt der Hai dann rum. Also ich bin jetzt kein Meeresbiologe oder so, aber ich glaube, nie einen schreienden, fliegenden Hai gesehen. Nee, aber wie gesagt, ich bin da echt kein Spezialist, deswegen lasse ich das im Film schon durchgehen. Ja, das beweist du, dass du kein Spezialist bist. Wow. Oh Mann. Wer weiß, keine Ahnung. Ich habe zu viel gelacht. Ja. Ich krieg schon wieder Kopfweh. Okay. Weiße Hai. Ja.
Der war. Ach, schön. Ja, sie hätten das halt ein bisschen etablieren sollen, dass der Film, dass der Hai halt vielleicht bei irgendeinem Unterwasser-Atomtest oder so verstrahlt wurde. Deswegen ist er erstens halt irgendwie rachsüchtiger als normale Haie. Deswegen, aber jetzt mal ehrlich, warum genau ist er rachsüchtig? Ich meine, gut, der Ehemann von der Alan Brody hat einen Hai umgebracht und noch einen Hai umgebracht, also zwei Stück. Ja, warte mal, ist eben die Frage, sind die miteinander, war das irgendwie sowas wie die Ramones, der Haie, die dann ein Bandmitglied nach dem nächsten verloren haben oder irgendwie eine Haifamilie? Ja, oder ist es immer die Reinkarnation oder sowas? Oder aber halt wirklich so... ich stelle mir gerade so eine Art Tafelrunde vor mit lauter Haien, ja. Und dann so, Junior, komm, was ist, Vater? Es wird Zeit, Junior. Du musst deine beiden Brüder rächen. Hm. Ja, aber so wird es funktioniert haben. Ja. Also, ich habe das immer so interpretiert, dass es irgendwie so die Reinkarnation des letzten Hais ist oder so. Aber, naja. Mal gucken, aber es steht jetzt hier in der Wikipedia auch nichts drin. Wie der Hai heißt oder ob es der gleiche ist. Ja, vielleicht haben die Haie ja alle die gleichen Nachnamen. Und vor allem ganz ehrlich, ich meine, verbessert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass Alan Brody in Teil 1 und Teil 2, wo sie halt mit dabei war, auch nur einmal auf dem Wasser war. Also der Hai hatte überhaupt keine Chance, die Frau überhaupt kennenzulernen. Oder war es so, dass es im ersten Teil so eine rausgeschnittene Szene gibt, wo der Hai seinen Feind so ein bisschen beobachtet und einfach mal so spazieren geht, Amityville, und sieht, wie Chief Brody sich verabschiedet und seiner Frau so einen auf Wiedersehen Kuss gibt. Und der Hai sich denkt so, alles klar, jetzt kenne ich deine Schwachstelle. Also ich, ja. Ja, vielleicht hat er im Telefonbuch nachgeschaut. Ja, ja, ich glaube, also, oh Mann. Ja, in dem Fall, ich weiß nicht, gibt es da überhaupt eine Wertung, die wir heute abgeben zu dem Film? Oder? Also ich kann nur sagen, es wir macht... Wir könnten auch eine Minuswertung abgeben. Ja. Also ich muss sagen, wer am weitesten ins es Minus macht kommt. Mehr Spaß, über den Film zu reden, als ihn anzugucken. Ja, jetzt sehen wir hier noch ein paar Dinge. 0% bei Rotten Tomatoes, das ist auch eine Ansage. Also ich würde einfach sagen, ich gebe eine Empfehlung ab, sich diesen Film mit Freunden, die das Franchise kennen, und einer Kiste Bier anzugucken, aber nicht alleine. Das wäre meine Empfehlung. Ja, ist halt stellenweise schon echt sehr langweilig und vor allem irgendwie auch so Depri irgendwie. Und also ich musste schon einige Male lachen, das war schon gut. Also wo er da zum Beispiel so vom Set versucht zu fliehen oder halt wie der Hai die ganze Zeit rumfliegt und rumschreit und so. Und obwohl ich diese Assoziation mit dem Stalker-Hai hatte ich noch nicht, das fand ich jetzt schon sehr gut. Und diese Beerdigungsszene und dann immer dieses Geheule am Strand und so und immer dieses so, nein, du gehst nie wieder ins Wasser und so. Und wie sie dann die Muscheln markieren und so, das war schon streckenweise echt langweilig. Ja, jetzt mir ist gerade aufgefallen, der Hai hat einen Namen in diesem Film, und zwar Bruce. Heißt der immer Bruce? Also im ersten Teil hieß er ja auch Bruce, nach dem Anwalt von Steven Spielberg. Ich nehme einfach an, das haben sich beibehalten dann. Okay, ja. Dann also praktisch Bruce 4. Ja. Bruce der Vierte. Okay. Ja gut, dann ist das eine Dynastie, dann kann ich die Rache auch verstehen. Bruce, jetzt geh und töte diese Frau. Nee, Anwaltsdynastie. Ja, ich habe weder Empfehlungen noch, schaut ihn euch an, aber wir haben euch gewarnt, weil ich dazu nichts sage. Ja, dann macht schon Spaß. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal von 52 Millionen US-Dollar. Ich habe nachgeschaut, die Rechnung war übrigens richtig. Wir kommen jetzt nämlich von, 20 Millionen US-Dollar, kommen wir jetzt zu 15.000 US-Dollar und deiner hat dann tatsächlich nur 10.000 US-Dollar gekostet. Also knapp drüber bin ich. Und ich weiß auch, für was das ausgegeben wurde. Bei dir, für Puppen. Für Puppen. Und übrigens, Hobgoblins ist auf Platz 29 dieser Bottomliste. Das heißt, der ist in Anführungszeichen besser als der Weiße mit dir. Zwei Zähler. Oh, oh, oh. Ja, lass uns mal das mal besprechen. Also der Film kam 1988 raus, dauert 88 Minuten und ist ab 18. Also bitte. Na, du, durchaus. So wie der alte Mann läuft. Ja. Ab 18, ja, echt, okay. Ja, und es handelt sich dabei um einen, ich würde mal sagen, psychologischen Horrorfilm. ja, es geht darum, dass ein junger Mann eine Stelle als Nachtwärter bei einem alten Filmstudio annimmt, wo ein älterer Nachtwächter schon arbeitet und der warnt immer
weil man sieht auch schon davor, wie ein Nachtwächter diese Regel nicht befolgt und daraufhin stirbt. Aber er warnt immer vor einem bestimmten Raum, der halt irgendwie aussieht wie so ein Tresor und da soll man halt nicht rein. Der eine hält sich dann auch. Meine blöde Frage ist, ist der Nachtwächter bei einer Bank? Das sollte ein Filmstudio sein. Ah, okay, ich habe das nämlich nicht kapiert, wo die überhaupt sind, aber egal. Er sagt später irgendwann mal, dass da irgendwie irgendwelche Filme gedreht wurden oder die große Zeit dieses Studios oder so, das sagt er schon ja, mal. Kann ja auch in der Bank sein. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, obwohl der neue Nachtwächter sich sehr daran hält und es eigentlich so ein Strebertyp ist, kommt es dann trotzdem zu so einem Zwischenfall, wo so ein Einbrecher irgendwie unterwegs ist und dann kommt er irgendwie trotzdem in diesen Tresor rein und befreit somit die titelgebenden Hobgoblins, so Gremlinsartige Puppen, die dann fliehen und der Clou bei denen ist, ja bitte? Also das war für mich so diese Szene, wo ich wirklich dachte, Wahnsinn. Weil normalerweise, wenn man es jetzt zum Beispiel bei Gremlins oder Critters kennt, wenn du irgendwie so Kreaturen hast, dann wird es ja immer so, ja, wenn die zum ersten Mal zu sehen sind, das ist immer so eine Art Ereignis, ja, das wird auch so ein bisschen zelebriert, ja, da treten die langsam aus dem Schatten, ja, oder so eine Art Jumpscare, so, ne, aber irgendwas Besonderes. Und bei dem Film ist halt wirklich so, du siehst die ganze Zeit diese Hobgoblins nicht. Dann entkommen sie aus diesem Tresorraum und man fragt sich so, was macht der Film? Cut, sie sitzen in einem Golfkart und bewegen sich halt nicht. Ich habe so eine Doku gesehen, so ein Making-of, wo der Typ, dieser Puppeteer, also der Puppenmacher halt erzählt so, ja, er hat halt irgendwie 5, 6 von denen gemacht, aber aus Geldgründen konnte man nur bei einem den Kopf und den Mund bewegen, bei allen anderen halt nicht. Und ja, das sieht man dann halt. Auf jeden Fall wollte ich noch das Wichtigste erzählen, ist, dass die Hobgoblins, die sind nicht nur kleine Monster wie bei Gremlins oder so, sondern, aufgepasst, die haben nämlich mentale Fähigkeiten und können dem Befallenen oder ihrem Opfer kurze Zeit oder halt irgendwie, keine Ahnung, können sie die tiefsten Wünsche erfüllen, zumindest so in halluzinationsartigen Sachen. Und dann sehen oder erfahren diese Menschen halt einfach, was sie halt gerne hätten oder was sie gerne sein würden und so. Und in dieser Trance töten sie die dann halt. Das fand ich total spannend. Ich hab die Synopsis gelesen und dachte mir, oida, das ist ja total tiefsinnig, psychologisch interessant und so. Haben sie nicht so viel draus gemacht, würde ich sagen. Aber trotzdem geiler Film. Also gruseliger als diese Hobgoblins sind ja eigentlich die menschlichen Figuren, ja. Dieser Nachtwächter Kevin heißt der hat ja irgendwie Freunde oder Schulkameraden. Das ist ja, also es gibt wirklich eine Szene, da stehen die vom Haus, da kommen irgendwie zwei, so ein Mädel und ein Junge, und dann gehen die einfach mal in den Van und dann wackelt es ein Van 2 Minuten lang, dann kommt wieder raus. Und das ist, diese Figuren machen nichts anderes, die vögeln die ganze Zeit nur. Und ey, diese Szene ist ja grandios. Ja, aber er kommt ja gerade aus dem Krieg oder so. Ja, das war doch genau. Zwei Monate Militärtraining. Wenn sind die Lorbeer von so einem Vietnam-Veteranen. Das ist so geil, wie in Szene nach dieser Anfangs-Goblin-Szene dann, kommt er erstmal Cut zu dem Nachtwächter bei sich zu Hause und dann sind diese ganzen freaky Typen da bei ihm zu Hause und dann kommt dieser Soldat angefahren und wie er da auf die Hupe drückt und in seinem Van das erste Mal zu sehen ist, da hat's mich schon weggeschmissen vor Lachen irgendwie. Und dann sagt seine Leggings-Freundin irgendwie sowas wie 2 Monate Militärtraining. Und jeder weiß, was ein Mann will, wenn er 2 Monate lang irgendwie, und dann sie, nee, was denn? Und dann steht dieser Typ draußen und macht diese Geste und so, hey, Alter, das ist so krass. Die Szene fand ich echt großartig. Ja. Und was der Film auch gerne macht, oder dieser Regisseur, dieser Rick Sloan, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat und auch die Kamera und den Schnitt und egal. Also er, glaube ich, der hat alles gemacht. Aber was ganz oft in dem Film vorkommt, eine Ansammlung von Figuren rennen in einen Raum rein, bleiben in der Tür stehen und starren gebannt in den Raum rein. Mhm. Das ist aufgefallen, es war auch lustig. Ja. Ja, was man nicht vergessen darf, ist auch noch diese total actionreiche und spannungsgeladene Gartenkrallen-Kampfszene. Das ist das Beste an diesem ganzen Film. 3 Minuten.
die war echt lang und dann mit diesen geilen Sounds. Die war sogar lang, wenn man sie auf YouTube in 1,5-fache Geschwindigkeit ansieht. Oh, gutes Stichwort, es gibt den Film auf YouTube komplett und zwar in Deutsch und in Englisch. Ich würde aber wirklich empfehlen, ihn auf Englisch zu gucken, denn im Englischen merkt man so ein paar Fehler noch mehr, gerade was der Sound so zu bieten hat, denn es gibt zum Beispiel eine Sequenz, da unterhält sich dieser Kevin mit diesem Nachtwächter, diesem alten Mann. Und die stehen in so einem Gang drin. Und du merkst halt deutlich, die hatten da kein Mikrofon. Das Mikrofon war an der Kamera. Die war aber gefühlte 10 Meter weiter weg. Und du verstehst nicht, was die beiden sagen. Ja, das ist mir alles nicht aufgefallen, weil du noch gemeint hast, hey, schaut im Original, dann fallen euch die technischen Mängel auf. Aber dadurch, dass ich halt davor Birdemic gesehen habe, fand ich den Film hier technisches Meisterwerk eigentlich. Auf jeden Fall später, also es gibt ja eigentlich nur Schauplatz, gibt's ja eigentlich nur dieses Haus, dieses Filmstudio und dann am Schluss noch diese Kneipe, wo diese total, das finde ich schon mal gut an dem Film, habe ich eine tolle neue Band entdeckt, die Fontanelles, die Fontanellen. Aber kannte man die nicht vorher irgendwo? Der Name kam mir auch bekannt vor. Mir kommen die überhaupt nicht so unbekannt vor. Mir schon. Ich fand diesen einen Song, den ich dann euch noch geschickt habe, den sie auch relativ vollständig in dieser Kneipe spielen, den fand ich eigentlich ganz geil. Hatte was. Schön 80s. Was ich geiler finde, sind die Action-Sequenzen zwischen diesen Hobgoblins und den Menschen, wo du halt wirklich siehst, dass die Menschen so tun müssen, als ob sie von diesen Hobgoblins gerade angefallen wären, ja, weil da eben gerade keine Hand in der Puppe drin ist, die sie steuern kann. Das, das war ja dieser Ed Wood-Effekt. Ja, genau. Wenn du den Tentakel vernünftig um dich herum wirfst, dann sieht so aus, als würde er sich bewegen. Ja, und dann gibt's ja einmal diese Szene, wo dieser Nerd, dieser sexuell frustrierte Nerd irgendwie mal in die mentalen Fänge der Hobgoblins gerät, wo er dann immer weil der, muss man auch noch kurz erklären, der ruft aus irgendwelchen Gründen immer, wenn er bei seinen Kumpels zu Besuch ist, bei so einer Sex-Hotline an. Das war ja auch total absurd. Ich glaub, das kennt man heutzutage gar nicht. Obwohl, die fand ich eigentlich ganz cool. Also von der schauspielerischen. Die Sex-Hotline oder ja, die Frau, wenn man die dann immer so gelangweilt vorm Telefon sitzen sieht, was sie da so von sich gibt, das fand ich. Ja, die hat halt einfach Regieanweisungen bekommen. Ja, sonst zum Rest. Die fand ich überzeugend. Naja, und die sieht er dann als Wahnvorstellungen, wie sie ihn dann von so einer Klippe scheuchen will. Das fand ich eigentlich. Das fand ich alles komisch. Die Reputation Road. Das war alles so. Also der Film sollte oder wollte schon auch irgendwie ein bisschen witzig und trashig sein, hatte ich das Gefühl. Also wo dann zum Beispiel sie dann sagt, du musst davor fahren, to go all the way. Und dann ist da so ein Schild, wo all the way draufsteht und so. Das war schon so, hä? Ja, es hat ein bisschen was von, ich glaube wahrscheinlich kommen damals auch so Sachen wie Spaceballs oder die ganzen anderen Mel Brooks Sachen in die Kinos. Und es gibt aber eine Sache, die habe ich wirklich nicht verstanden. Also, der alte Nachtwächter, ja, hebt diese Hobgoblins in diesem Tresor auf. So. Mhm. Und der Film endet damit, dass er diesen Tresorraum mitsamt Hobgoblins in die Luft sprengt. Ja. Was ich mich jetzt frage, ist, warum hat er das nicht aber vorher schon getan? Er wusste doch, dass die Viecher gefährlich sind. Ja, vielleicht hält er sie sich halt und geht dann immer mal wieder rein und lässt sich seine wildesten Träume erfüllen, aber hält sie halt da eingesperrt. Und dann hat er jetzt erst gemerkt, scheiße, das könnte auch in die Hose gehen. Aber wenn er da immer wieder reingeht, um sich die wildesten Träume erfüllen zu lassen, wie kommt es, dass der noch lebt? Ja, er hat halt irgendwie einen guten Draht zu denen. Ja, sperrt sich in irgendeinen Käfig ein. Keine Ahnung, ja, genau. wie diese Haikäfige. Und noch was, in einem Filmstudio ein Tresor, der so groß ist, dass er eigentlich eine Bank gehört? Ich meine, wir reden hier nicht von einem Tresor, wo man ein paar hundert Euro aufhebt, sondern wo man Goldbarren aufheben kann. Ja, es ist halt so. Okay. Die Wahrheit liegt manchmal im Verborgenen. Und wie zum Teufel können diese verdammten Viecher ein Golfkart steuern, wenn die auch nicht mal zum Gaspedal rankommen? Ich frage mich wieso dieser erste Nachtwächter da überhaupt, also wie der stirbt, es geht eher so in Richtung Lächerlichkeit, gibt es eigentlich nichts mehr draufzusetzen. Fällt von der Bühne. Warum ist da eigentlich eine Bühne, die... Ach so ist es. Ah, haben die sich das dann irgendwie telepathisch bei ihm dann reingepflanzt, dass er gern Rockstar wäre oder was? Ah, natürlich, das ist doch der Gag. Warte mal, genau, diese Hobgoblins waren auch in der Weiße Hai 4. Die haben dem Weißen Hai eingetrichtert, dass er diese Ellen Brody umbringen muss. Ja.
Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir's. Okay, jetzt kommen wilde Fantheorien mit Xavier und seinen Freunden. Was ich aber schon schön fand an dieser Idee, weil dann diese relativ biedere Freundin von dem Hauptdarsteller, die ist ja immer so ein bisschen unzufrieden auch mit ihrem braven Leben halt anscheinend. Und die kommt dann ja das erste Mal völlig aus sich raus, wo sie dann unter dem Bann von diesen Hobgoblins steht. Ich meine, sie stirbt dann zwar nicht aus irgendeinem Grund, weil sie, glaube ich, rechtzeitig noch gerettet wird, aber die ist doch dann, nachdem sie dann nicht mehr von denen befallen wird, sogar so ein bisschen, fandst du ein bisschen geil, gell? Oh Gott, naja. Also ja. Ich muss gestehen, alle Frauen, die da mitspielen, sind halt entweder total so, ach so, ja, ohne das Böse, also diese Freundin wirkt halt so eine Klischeefigur nach dem Motto, also wenn ich mal Sex hätte, wäre mein Leben besser. Und die andere weibliche Figur ist so, ich will nur noch Sex. Ja. Das war auch geil am Ende. Wo dann dieser Soldat, also die Action-Szenen in dieser Kneipe, die waren ja schon mal nicht schlecht, obwohl sie immer wieder die gleiche Explosion anscheinend irgendwie reingeschnitten haben. Aber naja, der stirbt dann ja, der schmeißt sich auf eine Granate und geht dann aus irgendwelchen Gründen in Flammen auf. Das ist so ein bisschen komisch. Flammengranate. Aber ja, genau. Aber der stirbt ja irgendwie, denkt man. Und dann denkst du, dass denn diese komische versaute Ische, die Lehrgangsfrau, kommt dann mit diesen prüden Strebertypen zusammen. Nein, auf einmal steht der Nick wieder vor der Tür und sie gehen wieder in den Van und der wackelt dann wieder so dumm. Das fand ich schon ganz stark am Ende. Ich fand es auch toll, als die Hobgoblins diesen komischen Typen da irgendwie projiziert haben mit den Nunchakus. Stimmt, das war auch eine geile Szene. Das war auch mal eine Action-Szene für die Ewigkeit. Ja, und dann kommt raus, dass der gar nicht real war, sondern dass es eigentlich nur der Wunschtraum von unserem Hauptdarsteller war, dass er seine Freundin vor diesem Bösen beschützt. Das fand ich schon sehr deep. Mhm. Es gibt bei Wikipedia nur einen einzigen Schauspieler in diesem Film, der keinen roten Link hat. Ja. Der hat in Pulp Fiction mitgespielt. Dwayne Whittaker, ne? Ja. Okay, dass du den kennst, ist schon unterwegs natürlich wieder. Nein, ich habe die Wikipedia-Seite nur offen, das ist alles. Ach so. Welcher war das denn? Oh der Robert Rush. Ach, war das dieser perverse Nachtwächter von dem Club? Ich glaube, ja. Der dann die ganze Zeit mit dieser Freundin irgendwie ins Hinterzimmer verschwinden will und so. Boah, schwierig. Naja. Also es ist der sexuell anzüglichste Film aller unserer drei. Der hat so ein bisschen diesen, der hat schon eher den pubertärsten Hintergrund. Ja, oder? Und vor allem, man merkt ja auch, dass er auch ein Ende der 80er ist. Also er hat ganz schön viel 80er-Vibe noch mit drin. Ne? Gerade dieses, also die Damen sehen halt alle aus wie Cyndi Lauper. Hm. Ja, das ist schon ganz amüsant. Und man merkt auch, dass der Film halt zu dieser Zeit entstanden ist, als Gremlins und Critters gerade voll eingeschlagen sind. Nur halt eben wirklich, du siehst halt, es fällt echt schwer, da irgendwie auch nur eine Art von Horror raus zu kristallisieren, weil du siehst halt einfach, das sind Handpuppen, die halt wirklich auch nur den Kopf nach links und rechts bewegen können. Das war's. Und es gibt, also die schönste Szene ist wirklich, da verstecken sich die Helden, glaube ich, unterm Tisch. Und dann kommt so von hinten so eine dieser Puppe ran und dann greift sich der Typ bei diese Puppe und du siehst halt wirklich, wie er sich vom Arm des Puppenspielers abreißt und dann so auf dem Boden hier wrestelt. Das ist halt herrlich. Ne? Das ist schon geil. Ja, ich finde, dass der Film halt im Gegensatz zu Gremlins und so diese psychologische Wunschtraumebene fand ich schon ziemlich stark. Naja gut, jetzt muss man, dann hättest du das aber das letzte Mal anwenden können bei Filmen, die ein Remakes brauchen. Stell mal Hobgoblins mit einem 150-Millionen-Budget. Von Christopher Nolan irgendwie. Christopher Nolan, ja. Nee, da kommen die Hobgoblins und erklären erstmal alles. Ja, und dazu noch der Musik von Hansi Hinterzimmer oder so. Ah, nee. Ja, gut. Also die Musik fand ich in dem Film jetzt eigentlich schon ziemlich cool. Also da kam es war Musik. Oft so 80s Synthie-Pop und so, das fand ich schon ganz gut. Ja. Herrlich. Was machen wir jetzt mit den Hobgoblins? Was für eine Bewertung geben wir jetzt da? Ja, ich weiß nicht, ich würde erst bei Hobgoblins, den hätte ich -2 gegeben. auf so einer normalen Werteskala sind das so, was das man dann eher doch vergräbt. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja Leute, die wirklich, die, glaube ich, Trash lieben. Mhm. Und für die müsste ja, das ja dann. Vor allem, ich glaube, dieser.
dieser Hobgoblin ist auch für Leute geeignet, die halt wirklich glauben, dass Sharknado Trash ist. Mhm. Ich glaube, die sehen dann mal, was richtiger Trash ist. Mhm. Und ich kann durch den Film auch irgendwie nicht böse sein. Ich finde sie ja auch irgendwie charmant. Auch wenn ich ganz klar sagen muss, dass Hobgoblins schon auch für mich schwer war zu gucken, weil da gibt's halt auch Phasen, wo gefühlt wirklich nichts passiert. Gar nichts. Es ist, glaube ich, jetzt, um mal die Brücke auch zum nächsten Film irgendwie zu schlagen, der große Unterschied zwischen Hobgoblins und Birdemic, die ja beide vom Production Value ähnlich sind, ja, ähnlich schlecht, ist, glaube ich, dass bei Hobgoblins, die Macher schon durchaus wussten, was sie tun und eigentlich wahrscheinlich nie davon ausgehen konnten, dass der Film später mal als, keine Ahnung, Oscar-Kandidat irgendwo ins Rennen geht. Bei Birdemic ist es genau anders. Bei Birdemic sorgt das zumindest auch dafür, dass dieses ganze, ich nenne es mal Behind-the-Scenes-Sachen, die es so gibt, diese ganzen Interviews mit diesem Regisseur, diesen James Nguyen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du musst es aussprechen, ohne Berg, Nürn. Ich habe mal einen WG-Mitbewohner gehabt, der hieß auch Nürn mit Nachnamen. Nürn. Okay, das ist halt der Regisseur, der James Nguyen, also das ist, dem seine Interviews, guckt's euch an, das ist wirklich sensationell und unglaublich unterhaltsam. Das Geilste ist ja, dass der Typ mit dem fertigen Film beim Sundance Film Festival für seinen Film Promo machen wollte, indem er sich in so ein mit Vogelkot bekackten Auto reingesetzt hat. Vogelblut, genau. Und alle hat seinen eigenen Film falsch geschrieben. Und seinen eigenen Film falsch geschrieben hat. Oida, das ist schon echt krass. Statt Birdemic, okay, also, Bidemic. Jetzt bloß damit Andi sich dann auskennt. Andi, jetzt bei YouTube, jetzt kannst du das Plakat von Birdemic einblenden. Stimmt. Ja. Ach ja, Hobgoblins haben wir dann auch. Hobgoblins haben wir gesagt. Hobgoblins gibt es bei YouTube auf Deutsch und auf Englisch und Birdemic gibt es auch komplett auf YouTube. Ja. Birdemic Shock and Terror. Oh ja, ganz wichtig. Shock and Terror. Das ist ganz wichtig. Ja. Nur wo ist der Shock und wo ist der Terror? Wenn meine Mutter mich immer Maximilian nennt. So ist es dann bei Birdemic Shock and Terror. Ja. Wo fangen wir an? Max, ich habe mal rausgesucht. Er ist auf Platz 5, oder? Der Bottom 100. Er ist auf Platz 5, ja. Ja, also es gibt noch 4 Filme, die anscheinend schlimmer sind, aber ich glaube, es ist der günstigste. Also auf Platz 1 ist Disaster Movie, der war garantiert, der hat bestimmt 2 Millionen gekostet. Auf Platz 2 Super Babies, das sei mal hier hingestellt. Auf Platz 3 Manos, The Hand of Fate von 1966, der auch wirklich sehr trashig ist. Und auf Platz 4, Gott, Kot Adi Kotz, das ist irgendwie so ein türkischer Propagandafilm von Recep Erdogan. Mhm. Und auf Platz 5 Birdemic. Also ich glaube ja, dass Birdemic mit Manos vielleicht so eine Preisstufe hat. auf jeden Fall ist Birdemic ein Film aus dem Jahr 2010, oder? Ja. Und von James Nguyen, der eigentlich gar kein Regisseur ist. Was? Sondern Softwareentwickler. Sondern er, was ist er schon wieder? Umweltverkaufs? Nee, ich dachte, er ist Softwareentwickler oder Softwareverkäufer. Oder genau, er ist Software. Sowas. Ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube, er wollte mit diesem Film ein bisschen so seine eigene Geschichte. Glaube ich. Mit was? Aber es geht um Rod. Und Natalie, Rod lernt Natalie in einem Diner kennen und die verlieben sich relativ schnell ineinander. Und dann nach so ein bisschen Beziehungs, hin und her, bis sie sich kennengelernt haben, Rod wird in dieser Zeit auch Millionär und es ist alles ganz toll. Also es läuft alles besser, als man sich vorstellen kann. Für die beiden, sie wird Victoria's Secrets Model, unglaublich toll. Und dann passiert etwas ganz Schlimmes, so wie uns Corona überrollt hat, kommen jetzt dann die Vögel und zwar, keine Ahnung, mit Kerosin und Dynamit gefüllte Adler und Geier, die die Menschheit angreifen. Vornehmlich diejenigen, die tanken. Ja, ich meine, ist klar, die glauben, die das Film Kerosin. Zu einem Road-Movie, in dem es ja eigentlich darum geht, dass Rod und Natalie
immer wieder ein paar Kilometer fahren, dann an der rechten Seite anhalten, irgendeinen Clinch mit Leuten haben, auf, sagen wir mal, also, wenn es Photoshop ist, überhaupt. Also, was halt großartig ist, es gibt eine Situation, da versuchen sie eine Familie zu retten und irgendwie die Kinder überleben dann aber, die Erwachsenen sind halt tot. Die Kinder verkraften das aber ganz gut, dass ja. die Eltern gerade eben umgekommen sind. Und dann denkt man sich, okay, was machen sie jetzt? Suchen sie irgendwie Unterstoff? Nein, sie machen ein Picknick am Strand. Ey, der Film ist so voll mit ikonischen Szenen, das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Aber um mal kurz, nur schnell, damit ich einen abschließenden Satz dazu sagen kann. Der Film hat eine sehr sehr aktuelle Message, und zwar der Klimawandel wird uns alle umbringen. Gott, diese Rede von diesem Doktor am Strand mit dieser Musik, hey. Also man muss erstmal sagen, ich weiß gar nicht, was in dem Film alles geredet worden ist, weil 50% von dem Film versteht man einfach. Was jetzt nicht am Nuscheln liegt, sondern weil keine Ahnung, wie man das schafft, aber wenn es so Strandszenen gibt, und es gibt viele Strandszenen in diesem Film, dann ist das Meeresrauschen meistens lauter als das, was gesprochen wird. Lippenleser haben einen großen Vorteil. Ja, das geht ja schon los am Anfang. Also der Film startet ja mit dieser tollen Autofahrt, wo man dann in schönster Arealschrift wahrscheinlich die ganzen Credits hat, wo auch diverse Rechtschreibfehler drin sind irgendwie. Und gestaucht ist immer. Ja. Aber wo er dann diese Hauptdarsteller in diese Kneipe rein oder in dieses Café reingeht und das erste Wort, was gesprochen wird, ist, glaube ich, Hi. Und das, wie das gesprochen wird und wie da der Ton ist alleine schon, da hat's mich, also ich lag da so ein bisschen hier so auf der Couch irgendwie und da bin ich das erste Mal hochgeschreckt, hab zurückgemacht und das haben wir mir nochmal angeschaut, weil ich nicht wusste, ob irgendwie meine Lautsprecher kaputt sind oder so. Da ist so viel komisch. Am also, Ton, am Bild, am ja, Schauspiel. Ey, was ich glaube, was dem Film gut getan hätte, ist, wenn der Regisseur auch mal sowas gesagt hätte wie Cut. Denn es gibt unglaublich viele Sequenzen, wo man das Gefühl hat, die Darsteller sind fertig und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Das ist die beste Szene. Also es ist ja voll mit guten Szenen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine absolute Lieblingsszene, wo diese Oma oder die Mutter von dieser Natalie, wo sie reden, wie gut alles gerade läuft. Dann so, ja, und ist der Job auch gut bezahlt? Und dann so, ja, ja, schon. Dann so, that's my girl! Und sie dann hier den Thumbs up macht und 5 Sekunden da steht. Und dann nimmt sie die Hände irgendwann wieder runter und schauen so ein bisschen hin und her und der Cut kommt einfach nicht. Ich frage mich, aber ganz ehrlich, das eine ist der Cut, aber das andere ist, was ist eigentlich mit im Schnitt passiert? Ist der gestorben zwischendurch? Und irgendwann mal, du musst ja überhaupt die allerletzte Szene, wo sie eine Minute lang auf den Horizont schauen, wie die Vögel wegfliegen. Das passiert halt nichts. Ich denke mir halt oft, der Editor, der war halt streckenweise so überfordert, der hat halt, oh Gott, an was orientiere ich mich? Ja, gut, okay, dann schauen wir halt mal, wie lang die Songs gehen. Und so lang legen wir einfach Bild drüber. Was wir aber absolut verschwiegen haben, worüber auch wir reden müssen. Wir haben jetzt gesagt, dass ja diese Vögel angreifen. Also Raubvögel sind das hauptsächlich. Wir haben aber noch nicht gesagt, wie das aussieht. Das kannst du auch nicht beschreiben. Okay. Also ganz ehrlich, das ist einfach irgendwie so eine Billiggrafik und wenn die halt, es gibt ganz viele Szenen, da stehen die Darsteller halt da, bewaffnet mit Kleiderbügeln, weil Kleiderbügeln helfen natürlich super gegen angreifende Raubvögel, das ist klar, und schlagen so in der Luft rum und diese Vögel sind halt einfach auf billigste Art und Weise so, ja, à la Copy und Paste so reingeframed. Hast du das in diesem Making-of, in dieser Making-of-Doku, hast du das gesehen, wie dieser Nguyen ganz stolz an seinem Computer steht und irgendwie in iMovie oder so diese Vögel-GIFs, was es sind, das sind ja immer nur zwei Bilder, so Flügel hoch, Flügel runter und die dann irgendwie so auf dem Bildschirm verschiebt an die richtige Stelle und dann sagst du, ich kann die hinschieben, wo ich will und ich kann und die Größe verändern, wie ich will. Skalieren. Genau. Das ist so krass, hey. Vor allem, was die für Bewegungen machen in der Luft.
Die einen bewegen sich so von oben nach unten, die anderen drehen sich im Kreis. Mir haben immer die am besten gefallen, die wie so ein schiefes L in der Luft hängen. Ja, diese seitlichen, gell? Von also, der Seite. Die Vögel sehen teilweise wirklich so aus in der Ferne. Kennt ihr das, wenn ihr so im Haldenbad seid und da sind diese schwarzen Vogelsilhouetten auf diesen Glasscheiben drauf, damit echte Vögel erkennen, oder das Glas, dann sollte ich nicht gegendotzen. So sehen die teilweise aus. Aber was noch schlimmer ist, ist, dass die Vögel halt mit Abstand die besten Schauspieler sind. Stimmt. Also, hey, aber also man, das ist halt schon der Regisseur hat das ja, glaube ich, als Romantic Thriller Horror. Romantic Thriller, ja. Genau. Und der Film braucht halt echt lange. Also die Hälfte des Films sieht man ja nur sie ist essen romantic. Gehen. Genau, man sieht sie essen gehen, dann tanzen sie ein bisschen hey, und trinken 24 Stunden Vietnamesen, nachdem er Millionär wird. Mit seinem Hybrid-Mustang. Und dann stellen sie sich noch bei der Mutter vor und so. Oh Gott. Das ist auch eine krasse Szene, weil diese Mutter ist auch einfach nur großartig. Aber gruselig. Du sagst jetzt gruselig. Wie unvermittelt diese Vögel auf einmal auftauchen. Genau bei der Hälfte vom Film auf einmal so bah, 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 bah. Dieses Geräusch, was die machen, ist auch so krass nervtötend. Ja. Oh Gott, ich liebe es. Da gab es ja bei dem Making-of, will man ja nicht vorenthalten, auch irgendwo so diese Szene, wo sie die Darsteller dann irgendwie gefragt haben, wie sie es eigentlich, ob sie es nicht irgendwie komisch fanden, den Dialog so zu sprechen wie in diesem gebrochenen Englisch. Ja, das war krass. Also eigentlich schon eine große schauspielerische Leistung von denen. Ja. Also man muss auch sagen, man hat zumindest von dieser Hauptdarstellerin schon irgendwie gemerkt, die war zumindest wahrscheinlich in der Theater AG oder sowas. Also ja, die waren auch total genervt, wo sie dann kontaktiert wurden, um über diesen Film zu sprechen, weil die waren sich eigentlich sicher, dass diesen Film niemals irgendjemand sehen wird. Ja, aber sie machen Teil 2 noch mit. Ja, das fand ich ein bisschen tragisch, gell? Wie es dann hieß, auch in dem Making-of, dass beim zweiten Teil natürlich dann alle Involvierten, bis auf den Regisseur, halt dann einfach so einen schlechten Film machen wollten und so lustig, wie es geht. Und der wollte halt seine Vision, seine ernsthafte Vision mit ernster Message und so weiterspinnen, aber keiner hat ihn dann mehr ernst genommen. Das fand ich schon. Jetzt wollen wir doch mal ganz kurz eine kurze ernste Note. Bitte. Der Film, also der Filmmacher James Nguyen, kann man den mit The Room Regisseur Tommy Wiseau vergleichen? Ich glaube durchaus ja. Tommy Wiseau ist, glaube ich, noch mehr Selbstdarsteller als der gute James. Und vor allem Tommy Wiseau hatte doch den Vorteil, dass um ihn selbst, um seine Person noch so eine Art Mysterium liegt. Woher kommt er? Warum hat er so viel Geld? Das ist ja das Besondere an The Room, dass The Room ja irgendwie ein Budget hatte, dafür würden andere Regisseure wirklich einen richtig guten Film machen. Und waren das 4 Millionen, oder? 4 Millionen, so. Genau. Ja. Also zu Vergleich, Pulp Fiction hat 4 Millionen gekostet, also, ne? Und das, also, ich finde schon, die haben schon Ähnlichkeiten, aber an die, in Anführungszeichen, Klasse eines Tommy Wiseau kommt der James nicht ran. Meiner Meinung nach. Ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der den ersten Film gesehen hat, also James Nguyen. Und vielleicht James Nürnberg. Einfach James der Regisseur. Genau, Daniel James der Zauberer, James der Regisseur. James der Regisseur hat sich dann nach dem Betrachten des ersten Films vielleicht mal ganz kurz gedacht. Er sagt doch auch in dem Interview. Ist das jetzt doch nicht unbedingt Pulp Fiction? Er sagt doch in dem Interview mit dieser einen Reporterin dann, wo sie ihn dann fragt, ja, finden Sie den Film wirklich gut? Und er dann so, ja, schon. Und dann so, ja, vor allem für das Budget, sieht er aus wie ein 10-Millionen-Dollar-Film. Und sie fängt dann so krasses Lachen an und dann sagt er nur so, ja, von der Entfernung schon. Also ich glaube, der meint das echt ernst. Ich finde es immer so ein bisschen tragisch, um jetzt mal hier die kleine traurige Note, wir werden heute gesponsert, nämlich von einem Bestattungsunternehmen. weißt du, da ich finde es immer irgendwie sehr eigenartig, wenn man sich über solche Personen dann irgendwie lustig macht. Im Prinzip hat dem halt einfach niemand gesagt, dass er komplett talentfrei ist. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen, oder vielleicht hat es ihm jemand gesagt, also ein Freund hat vielleicht gesagt, James, pass auf, es ist super, wenn du das machst, ja, so als Hobby, ja,
kein Zweifel. Ich bin mir sicher, wenn Leute da mitmachen, die haben bestimmt auch eine gute Zeit, aber sei doch so ehrlich zu dir und nicht so naiv und infantil und glaube, das ist wirklich ein Film, der mit, in Anführungszeichen, einem richtigen Film konkurrieren kann. Und ich glaube, dass der James einfach gesagt hat, fick dich. Ich bin Künstler, du kannst mir gar nichts, ja. Er ist aber kein Künstler, er ist Salesman. Aber es ist doch, ich meine, im Prinzip, es ist doch fast so ein bisschen wie Xavier Naidoo gerade. Okay. Ne, Xavier Naidoo ist auch psychisch krank. Ja. Und keiner traut es ihm zu sagen. Aber er hat, oder, ja, wobei Xavier Naidoo hat er auch genügend Geld, das ist, keiner sagen muss. Egal. Ja, das stimmt. Ist, ja. Super leid, ich habe heute meine Abendchromdose noch nicht interessiert, ich bin gerade für nichts zu gebrauchen. Okay. Das macht nichts. Nee, aber da, ich finde es auch krass, dieser Film ist ja erst entstanden, dann ist er ja dann von dem Verleih auch noch gekauft worden und dann, glaube ich, auf irgendein Festival gebracht worden, so wie dieses Making-of es schildert. Ja, ich meine, sein Auftreten in Sundance hat halt auch für Aufsehen gesorgt und das ist ja auch kein großer Verleih gewesen. Also das ist jetzt nicht Universal, der gesagt hat, pass auf, wir bringen den Film jetzt. Nee, das nicht, aber er hat ja Kohle dafür bekommen, ja. Zumindest um an einem Abend das Geld wegzusaufen. Er hat Geld dafür bekommen. Ja. Ich will für sowas kein Geld bekommen, sondern eine Kündigung. Also ich finde das immer schön, wenn Leute so ihrem Traum folgen. Ja, und dass der Film jetzt so aussieht, wie er aussieht, ich meine, sorgt dafür, dass viele Leute eine Menge Spaß hatten auf diesem Planeten. Ja. Dass er aber dann wirklich halt glaubt, was er macht, ist wirklich ein großer Film, der halt eben sich konkurrieren kann mit, was weiß ich, Der Pate oder Die Vögel von Alfred Hitchcock. Ich glaube, das ist halt genau das. Das ist eben das schon, wo man sagen muss, James, sei uns nicht böse, du hast da echt einen schönen Film abgeliefert, also schön für einen Abend mit Freunden, einer Kiste Bier und Midnight Movie, genau. Andererseits, vielleicht hat der James auch immer eine gute Zeit gehabt oder dank dieses Films eine gute Zeit öfters gehabt als sonst. Das ist eigentlich die Frage, auf was ich eigentlich raus wollte. Glaubt ihr, dass er bewusst berechnend einen auf das macht, was er jetzt so verkörpert, sozusagen den etwas dödeligen, der sich halt drei Filmstudenten irgendwie gesucht hat, von denen einer leider ein Stuhl war? Ja, vielleicht ist er auch einfach das krasse Genie und wir tun ihm Unrecht. Nein. Aber auf jeden Fall ist Pandemic, ich muss sagen, es ist halt trotzdem irgendwie so eine Must-Watch. Also ich glaube, den kann man schon mal sehen in seinem Leben, um einfach mal was anderes kennenzulernen. Ja, was der Film halt Gutes hat, also da gibt es ja auch Szenen, da passiert eigentlich nichts und die könnte man jetzt langweilig nennen. Aber es passiert dann immer irgendwas, sei es eine Zeile, die gesprochen wird oder eine Geste oder sonst was. Ey, das ist nie wirklich langweilig. Also es ist teilweise wirklich sehr langweilig, aber es passiert dann immer irgendwas, was so blöd ist, dass du einfach schon wieder lachen musst. Und also keine Ahnung, wo ja diese Kinder da hinten auf dem Rücksitz sitzen und sie dann irgendwie fragt so, ja, geht's euch gut? Und dann so, ja, und danke für den Verband. Und so, und wie die das sagen und so, ey, ich hab's und nicht. Und danke nochmal. Und dann Schnitt und übrigens, auf den Jungen. Diese Kinder haben vor 5 Minuten ihre Eltern verloren. Das sollte man noch erwähnt haben. Ja, oder dann kommen sie an so einem Bus vorbei, denken sich, ja, das ist so ein Reisebus, wo dann halt ein paar Leute gefangen sind und der wird halt von Vögeln angegriffen. Und der eine Typ fängt halt an, mit dem Maschinengewehr auf diesen Bus zu ballern. Wo ich mir auch dachte, so, Moment mal. Aber es ist halt, das Allergeilste ist auch, wie dieser Rod die ganze Zeit, der kriegt dann die Pistole in die Hand gedrückt und dann deutet er halt nur noch mit der Pistole herum. Der hätte eigentlich im wahren Leben, hätte da schon mal jemanden versehentlich in den Kopf schießen. Oder diese Szene mit dem Sheriff, das hat mich so ein bisschen an Walking Dead oder so erinnert oder so. Oh, ja. Dann so, ja, in so einer Pandemie, weiß ich nicht, Virus, Dystopie, keine Ahnung, es sind alle auf sich alleine gestellt und dann wird sogar der Sheriff wird dann sogar kriminell und stiehlt ihnen das Benzin. Welches sie dann liegen lassen. Dann geht er erstmal rückwärts in die falsche Richtung, wo nicht sein Auto steht. Und ich bin so, was macht der da? Dann kommt ein Vogel vorbeigeflogen und schneidet ihm die Kehle durch. Und dann gehen sie einfach ohne die Waffe oder das Benzin wieder mitzunehmen und so. Und ich dachte die ganze Zeit so, was? Ganz ehrlich, ja. Benzin, warum einfach einen Vogel hinnehmen? Und den Tank damit. Ich meine, die explodieren doch, wenn die abstürzen. Du stoppst einfach so einen scheiß Geier in deinen Tank.
Diese Topwoller-Betsy. Das ist überhaupt das Geilste, wie diese Birdemic angekündigt wird. Erstmal mit, wie viel haben wir da? 5, 6, 7, 8 Einstellungen über die Stadt hinweg. Ganz langsam streckenweise in echt extremst schlechter Zeitlupe. Schwenks über die Stadt. Dann kommt, glaube ich, ein Schwarzbild und dann auf einmal sieht man dieses Bild, wie einfach bloß irgendwelche, keine Ahnung, Atari-Vögel die Welt bombardieren. Boah, aber also noch schlechter als die Vögel sind ja nur, ist ja nur dieser Waldbrand da am Ende. Da dachte ich ja, was ist denn jetzt los? Sie rauslaufen aus dem Wald. Wo dann diese kleinen Flammen da und links und rechts und dann, aber das fand ich auch geil. Ich dachte bei dem Typen, dass wenn es mal ein Remake gibt, dann ist das Woody Harrelson, gell? Der, dieser komische Naturschützer im Wald, der dann auch diesen Berglöwen auf einmal hört. Oh, there's a mountain lion. I have to go you now. You have to go now. Oh, auch schön, was ich auch noch schön fand, dieser eine Barkeeper relativ am Anfang. Denn ich freue mich so krass drauf, den Film jetzt gleich mit euch zu schauen. Okay. Da müsst ihr mal drauf achten. Das ist Jack Black, oder? So ein ähnlicher, ich glaube, das ist Jack Blacks, ich weiß nicht was, keine Ahnung, Hobgoblin-Variante. Ja. Ach Gott. Nee, ich finde den Alleinunterhalter in dieser Bar noch sehr viel besser, denn mit seiner Stimme kann ein ganzes Orchester nachmachen. Ja, das weiß ich jetzt gerade zum Beispiel gar nicht mehr. Ach, wo sie da tanzen, gell? Ja, ja. Ja. Was aber das Schöne an Birdemic ist, dass dieser Schwachsinn, dieser Film hat, der ist halt nicht geplant. Ja, das ist ein natürlicher Schwachsinn. Weißt du, sowas wie Sharknado ist halt wirklich durchgeplant, durchkonzipiert. Was können wir machen, damit dieser Film total ballerballer ist und Leute sich den angucken, weil, guck mal da, ein Tornado mit Haien drin. Ja? Genau. Und Birdemic ist halt wirklich aus der Hose geschossen. So. Ja. Das ist so dieser typische Studentenfilm, der komplett in die Hose gegangen ist. Genau. Wahrscheinlich sogar noch vorm ersten Semester. Das ist jeder Fehler, den man machen kann beim Filme machen, ist in diesem Film mindestens dreimal drin. Ja, und der hat halt seinen Witz oder seinen Charme, macht der halt teilweise durch die Dialoge und wie gesagt diese zu spät abgeschnittenen Szenen oder so. Oder was ich zum Beispiel auch so krass witzig fand, wo sie da einfach random neben dem Auto stehen mal wieder und er dann irgendwie sagt so, sieh mal, ein alter Mann auf einer Brücke. Und dann steht da dieser Typ und sagt, hey, kommt mir nicht zu nahe. Und sie gehen halt einfach so zu dem Typen hin. Und so, das ist alles so absurd. Aber es ist jetzt nicht unbedingt geplant witzig. Das ist einfach nur so völlig bescheuert. Nee, dieses, where's Rebecca? Rebecca is taking a shit. Da habe ich auch und dann irgendwie so, scheiß Krieg. Give peace a chance. Hey, das ist auch mega strange. Da kommt manchmal so eine Szene, weißt du noch, dieser komische, dieser eine Kumpel von ihm, von dem Hauptdarsteller, der auch bei Hobgoblins hätte mitspielen können. So von wegen, ein Tag ohne Sex ist ein verschenkter Tag und so, sagt er, glaube ich mal. Wo der mit seiner asiatischen Freundin irgendwie rummacht. Da hängt hinten an der Wand irgend so ein Schild mit so einer Homepage-Adresse drauf. Und ich dachte zuerst, der ist gerade in einem Massagestudio oder so. Aber das war irgendwie so eine versteckte Botschaft halt von dem Regisseur wahrscheinlich zu irgend so einer, ich muss echt mal diese Seite nochmal anschauen. Aber ich glaube wahrscheinlich, das ist sicher irgend so eine Umweltorganisation, so eine ganz billige, die ist wahrscheinlich genauso schlecht gemacht wie der Film, so eine NGO aus der Hölle, irgendwie sowas. Aber ihr habt auch schon immer mitbekommen, dass da dieses Thema von Imagine, von John Lennon, immer so leicht anklang im Hintergrund. Ja, die Musik fand ich eh nochmal so ein Thema für sich, weil irgendwie kommen dann teilweise so Orchesterparts irgendwie, die sind aber immer völlig unpassend, weil sie meistens irgendwie viel zu fröhlich sind. Ja, und überhaupt, die sind ja produziert, die klingen ja nach Musik. Ja, das in gewisser Art. Habe ich mir im Abspann angeschaut, weil ich dann schauen wollte, was das für Musik ist. Aber da stand dann ja immer irgendwie, warte mal, ich versuche es mal zu finden, da stand ja dann immer irgendwie Courtesy of Smart Sound Software. Also es waren halt alles irgendwelche, ja so, wie sagt man, Stockmaterial. Waren die also Google das auch Stockmaterial? Muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, das finde ich wirklich ist eine Frechheit und das ist einfach widerlich, wenn Leute sich einfach aus Stockmaterial bedienen, um da irgendwie was Musikalisches zusammenzubauen, sei es ein Song oder ein Intro. Ich finde solche Personen widerwärtig und sowas gehört sich nicht. So. Ja. Nee, sowas würden wir auch definitiv nie machen. Sowas, nein. Also der Horst ist Horst und bleibt original. Ja,
dieses bekannte Klassik-Thema, also aus dem ersten Intro, das hat er das, wie heißt es nochmal, Babelsberg oder ne? Babelsberg. Dieses Gott, dieser Horst wird Ihnen präsentiert von Huber Babelsberg. Jetzt auch in Erdbeergeschmack. Lecker. Naja. Ihr Lieben, wollen also wir vielleicht mal langsam zum Schluss kommen, weil wir wollen ja gleich noch einen Audiokommentar zu Birdemic aufnehmen. Ich glaube, dann haben wir keine Stimme mehr. Jetzt schon verschießen. Ja, bitte. Nee. Ja. Also Birdemic ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Man kann natürlich auch gern entscheiden, wie lang man diese Reise mitmacht. Aber so viel sei gesagt, wenn man nicht die ganzen 90 Minuten guckt, dann kann man halt am Ende am Schulhof auch nicht über alles mitreden. Ja. Abgekürzt, coole Kids gucken Birdemic. Genau. Ja, vor allem das Ende darf man sich auch nicht entgehen lassen, weil wie dann diese Birdemic zu Ende geht, das ist ja wirklich atemberaubend. Ja. Majestätisch. Damit habe ich nicht gerechnet. Kurze Frage, aber ihr kanntet Birdemic noch gar nicht, oder? Nee. Ich, also sagen wir mal, es gibt ja immer wieder diese Listen von wegen die 10, bla bla bla, Watchmojo, Buzzfeed oder wie es auch immer heißt, keine Ahnung. Da habe ich schon ab und an mal, was CGI angeht, Birdemic in so einer Liste gefunden. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe auch mal bestimmt sowas angeschaut, wie die schlechtesten Filme aller Zeiten oder sowas. Und der Film ist mir echt noch nicht untergekommen. Hobgoblins kannte ich auch noch nicht. Jaws 4 kannte ich auch noch nicht. Also ich habe davon gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Deswegen waren es drei Erstsichtungen für mich. Drei Erstsichtungen waren es. Ja, genau, waren bei mir auch drei Erstsichtungen. Aber ich hatte halt Birdemic schon. Also als ich den auf der Liste gesehen habe, hat es Klick gemacht. Und ich dachte mir, wäre vielleicht ein guter Anlass, den zu gucken und nicht Daniel der Zauberer. Weil das wollte ich eh noch kurz fragen. Gab es dann irgendwelche anderen Kandidaten für euch noch? Also ich muss sagen, ich fand es echt schwer, da was aufzusuchen. Ja, ich habe auf Twitter auch mal gefragt. Problem ist, bei Twitter bin ich nicht so oft aktiv. Dementsprechend wenig Follower habe ich. Und auf Platz 1 ist halt dieser Disaster-Movie. Und auch diese ganzen anderen Fantastic Movie und Meet the Spartans und so. Und da ist halt einer wie jeder andere auch. Mhm. Und den wollte ich nicht nehmen. Da hätte man drüber reden können, aber ich glaube nicht so schön, wie wir jetzt über Jaws 4 und Hobgoblins und Birdemic geredet haben. Nope. Und nachdem ihr eure Picks genannt habt, weil ich hätte sonst Birdemic genommen, weil ich habe den schon mal vor ein paar Jahren gesehen, habe ich mir überlegt, ey, warte mal, Jaws 4, den gibt's halt gerade auf Netflix. Das war ein Entscheidungskriterium für mich. Und ich hatte halt in Erinnerung, dass der echt ein paar krasse Sachen hatte, also dieses Stalking-Thema zum Beispiel. Und deswegen habe ich mich halt für Jaws 4 entschieden. Ich muss auch sagen, ich fand diese Bottom 100 letztlich auch relativ uninteressant, weil da eben ganz viele Filme drin sind, irgendwie wie Disaster-Movie, Fantastic-Movie, die sind scheiße. Aber ich finde, da ist jetzt nicht viel drüber, wo man jetzt drüber reden kann. Ja? Also ich hätte gerne diesen Stil mit Shaquille O'Neal gesehen noch. Dann, was gab's noch? Ja, eben Street Fighter, wie gesagt. Spice World hätte ich gerne noch gesehen. Barbed Wire hätte ich gerne mal gesehen. Den habe ich hier nicht gesehen. Bei Spice World ist ja das Problem, wir sind ein Podcast und auch wir müssen uns an die Genfer Konvention halten. Ja, da waren schon so ein paar dabei. Ich glaube, Mortal Kombat war ja auch noch mit drin. Naja, aber die kannte ich dann schon alle. Und Uwe Boll, ich wollte keinen Uwe Boll. Ja, das Cats ist ja auch haben wir eh schon besprochen. Ja, ja. Das ist halt eh so mit dabei. Jack and Chill wird immer genannt. Ich glaube, Holmes und Watson war ja auch mit dabei. Ja, ja. Ja, ich hätte fast Speed 2 genommen, weil den, wo der rauskam, habe ich mir den, glaube ich, zweimal im Kino angeschaut, weil ich es so toll fand damals. Oh Gott. Aber dann, ja, wie gesagt, irgendwie wollte ich die Hobo-Goblins nehmen, auch wenn sie jetzt nur Hobgoblins waren, fand ich es aber trotzdem ganz gut. Battlefield Earth wollte ich eigentlich auch mal wieder schauen. Also ich glaube, dass wir Hobgoblins einen haben, so einen Trash-Film, den viele nicht kennen, auch Trash-Enthusiasten. Wir haben mit der Weiße Hai 4 einen Film drin, der einen bekannten Namen hat. Und wir haben Birdemic. Dafür bin ich ja aber auch unendlich dankbar, Max, dass ich das jetzt auch mal... Ich habe nicht gedreht. Also. Gib's zu. Deswegen weißt du, wie man ihn richtig ausspricht. Verstehe. Weil du den Namen damals gedacht hast. Ich habe für den CGI gemacht. Ja. Normalerweise ist doch so am Ende einer Folge, dass immer das nächste Thema schon genannt wird. Ich würde ja so, das auch machen, aber... Jetzt ist es ja so, pass auf, beim nächsten Mal, wir machen ja noch eine Spezialfolge. Wir nehmen ja diesen Audiokommentar zu Birdemic heute noch auf und dann erscheint ja Horst Nummer 8 und da haben wir schon ein Thema ausgesucht und ich sag mal so, das haben wir uns alle drei ausgesucht, oder? Ja, das ist so. In gewisser Weise
ist es halt dem Tag geschuldet. Genau. Ja. Denn wir vom Telehorst, wir sind nicht nur Filmexperten und Enthusiasten. Sondern auch Söhne. Und gute Söhne, für die ist eines besonders wichtig, nämlich ihre Mütter. Und beim nächsten Mal, in Ausgabe Nummer 8 des Telehorst, ist das Thema die Lieblingsfilme unserer Mütter. Ja, jeder von uns hat sein Muttertier gefragt. Mutter, was ist dein Lieblingsfilm? Und die einhellige Meinung war, hä? Was ist ein Podcast? Was ist ein Podcast? Ja. Aber ich glaube, das wird das interessant hören? Werden. Und so viel kann ich sagen, ich weiß nur zwei Filme gerade. Der dritte ist mir entfallen. Aber es werden auf jeden Fall gute Filme werden. Im Gegensatz zu heute. Ich war auch sehr erstaunt. Also, schönen Gruß, liebe Mutter. Ja. Das hörst du wahrscheinlich nicht, aber von deinem Musik- und Filmgeschmack halte ich jetzt nicht allzu viel, aber hast mich eines Besseren belehrt. Vielen Dank dafür. Ja. Und ich grüße übrigens auch noch die Freundin von Max. Die hört übrigens auch keine Podcasts, aber trotzdem Grüße. Okay, ich Dankeschön. Und die muss sich jetzt dann bestimmt auch gleich noch mit uns Birdemic anschauen. Das stimmt übrigens. Das ist so. Punkt. Sehr schön. Man sucht sich, egal. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einen Schlussstrich und gönnen uns auch. Hebe ich mir das Thema dann praktisch bis zum nächsten Mal auf. Genau, du darfst dann beim Ende von Folge 8 dann dein Thema aussuchen. Ja? Das ist doch gut. Ja. Hast also auch mehr Zeit zur Auswahl. Somit verschiebt sich das. Ja. Okay. Gut. Vielen Dank. Mutter first. Ja, Mutter. Mutter. Ich mache trotzdem die Abmoderation. Tun Sie dies. Aber denk an die Affinity-Links. Oh, also, warte mal, Andi, schneidest du das dann? So, dass sich's gut anhört. Bitte. Nö. Ich hätte gerne eine ganz hohe Mickey-Maus-Stimme für das, was ich jetzt sage. Bitte? Also. Liebe Zuhörer, das war Telehorst Folge 7 mit Stu, Andi und Max. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Folgen ab jetzt in eurem Podcast-Gedöns eures Vertrauens kommentieren würdet. Dazu zählen iTunes, Spotify, YouTube und noch ganz viele andere Kanäle. Ich weiß nicht, wo ihr die anhört. Außerdem bieten wir an. Affiliate-Links. Affiliate-Links sind Links, auf die man draufklickt und sich dann von Amazon irgendwas wünschen kann. Ja. Lassen wir es mal so stehen. Ihr findet das schon raus. Und Thumbnails. Wir haben ganz viele Thumbnails. Timestamps. Mein Gott, haben wir viele Timestamps. Und wir haben jetzt auch keine Lust mehr. Also, wir hören uns dann später in einer Stunde oder so. Ja, ich klemme jetzt noch drei Halbe hinter die Brezen und dann. Okay, dann sage ich auch schon mal Tschüss und wir hören uns gleich und liebe Zuhörer, wir hören uns demnächst. Ciao. Yo, ciao.